Ja, stell dich eben da vorne hin, dann kriegt da keiner mit, die paar Minuten. Ja, ist doch wahr, oder? Stell ich mein Motorrad hier eben auf den Gehweg und dann bin ich ja ruckzuck wieder da. Aber darf ich das wirklich? Gucken wir uns an. Ja, Tag auch, der Michael hier. Wir wollen uns heute mal die fünf größten Irrtümer angucken, die es im Zusammenhang gibt mit dem Parken von dem eigenen Motorrad irgendwo. Punkt Nummer 1, und das ist eigentlich der allumfassendste Punkt von allen, das ist das Parken mit dem Motorrad auf dem Gehweg. Darf ich mit dem Motorrad auf dem Gehweg parken? Und da gibt es eigentlich grundsätzlich nur eine Antwort: Nein, dürft ihr nicht. So, jetzt kommen die Ausnahmen. Laut Straßenverkehrsordnung ist das Motorrad ja ein Fahrzeug, genau wie ein Auto. Also die unterscheidet da nicht zwischen. Auch wenn das Motorrad von den Ausmaßen her etwas kleiner ist als ein Auto, aber ihr dürft damit nicht auf den Gehwegen parken. Es sei denn, es gibt hier dieses Schild. So. Und dieses Schild besagt, dass ihr auf dem Gehweg parken dürft. Und da ihr das nicht so machen könnt wie die Autos, die da dargestellt werden, dürft ihr das Motorrad auch komplett auf den Gehweg stellen. Ihr dürft halt nur niemanden behindern. Aber das gilt, wie gesagt, nur wenn dieses Schild auch da ist. Ansonsten dürft ihr auf dem Gehweg, nein, nicht parken. So, und die Strafen dafür sind also schon mal ziemlich gut, weil das fängt an bei 55 Euro. Also die habt ihr euch dann in jedem Fall verdient. Und ab da geht es dann weiter. Wenn ihr eine Behinderung verursacht, dann sind es schon mal 70 Euro und es kommt dann auf jeden Fall ein Punkt dazu. Bei der Gefährdung sind es dann 80 Euro und ein Punkt. Und wenn ihr eine Sachbeschädigung damit verursacht, was die Straßenverkehrsordnung, wenn sie damit meinen, weiß ich auch nicht so genau. Also wenn ihr nicht schon genug gestraft werdet, dass ihr beim Parken irgendwas kaputt macht, kommen darauf aber noch ein satter Hunderter und ein Punkt. Also nicht zu verachten. Parken auf dem Gehweg? Nein, es sei denn bei diesem Schild. Man munkelt, dass die Polizei und die Ordnungskräfte ein Auge zudrücken, wenn ihr euer Motorrad so auf den Gehweg stellt, dass es wirklich gar keinen behindert und vielleicht auch gar nicht auffällt. Ich mache das persönlich sehr gerne mit meinem 125er Roller, was per Definition auch ein Fahrzeug ist, aber der ist wirklich so klein, dass er einfach gar nicht als Fahrzeug wahrgenommen wird. Ne? Aber kein Rechtsanspruch darauf. Also wenn euch so die Polizei oder die Ordnungskraft mit eurem Motorrad auf dem Gehweg sieht, ist er dazu berechtigt, euch zu verdonnern, zu den mindestens 55 Euro. Punkt Nummer 2 ist auch schon so ein Klassiker. Wenn ihr zum Discounter fahrt mit dem Motorrad auf einem riesigen Parkplatz, ich meine, Gott bewahre, dass einer mit dem Motorrad einkaufen geht, aber wenn da ein Schild steht, dass ihr eine Parkscheibe braucht, dann braucht ihr die auch am Motorrad, weil ihr ja ein Fahrzeug seid. Aber das ist natürlich am Motorrad ziemlich blöde, weil wo wollt ihr diese Parkscheibe dran machen? Man kann da also nur so ein bisschen tricksen. Ne, man kann sich ein Loch in die Parkscheibe bohren und das mit einem Kabelbinder am Motorrad festmachen. Entweder hängt man es dran, nimmt es in Kauf, dass es vielleicht geklaut wird, oder man nimmt einen Haufen Kabelbinder mit, wenn man am Tag öfter parken muss, damit man ihn jedes Mal wieder neu befestigen kann. Da sind eurer Kreativität also keine Grenzen gesetzt. Auf jeden Fall steht das Parkscheibenschild da, müsst ihr eine haben. Fertig. Punkt Nummer 3. Mir egal, nehme ich halt das Parkhaus. Da fahren alle rein, fahre ich auch rein. Gut, mache ich bei uns auch. Aber da ist es auch nicht ausdrücklich verboten. Ihr müsst tatsächlich vorher in den Nutzungsbedingungen nachschauen, also irgendeinen fragen, wen auch immer, ob ihr in diesem Parkhaus überhaupt mit dem Motorrad parken dürft, weil viele schließen das auch von vornherein aus. Dann ist es aber beschildert am Eingang des Parkhauses bzw. an der Einfahrt. Ich würde aber jetzt nicht automatisch davon ausgehen, dass wenn dieses Schild fehlt, dass ihr automatisch da parken dürft. Obacht! Punkt 4, und der ist eigentlich selbsterklärend. Wenn ich irgendwo auf einem Parkplatz bin, der was kostet, muss ich da einen Parkschein haben, ja oder nein? Ich glaube, die Antwort ist, glaube ich, jedem klar.
Natürlich müsst ihr einen Parkschein haben. Ne? Ihr seid ein Fahrzeug, ihr benutzt den Parkplatz, also müsst ihr auch einen Parkschein haben. Fertig. Ja, und dann müssen wir ja den teuer von uns erworbenen Parkschein auch irgendwo befestigen am Motorrad. Oder wir müssen das ja nachweisen, dass wir auch bezahlt haben dafür. Wie machen wir das denn? Ja, ihr könnt eigentlich nur, wenn ihr einen Kontrollabschnitt habt von dem Parkschein, den natürlich auf jeden Fall behalten. Und den eigentlichen Parkschein, also das, was kontrolliert werden soll, muss halt irgendwie am Motorrad befestigt werden. Das heißt, ihr klebt ihn dran mit Panzertape oder Ähnlichem. Das birgt natürlich auch die Gefahr, dass den anderer einfach abnimmt und mitnimmt und bei sich ins Auto legt oder an sein Motorrad klebt. Aber vielleicht macht er einfach ein Bild davon. Aber da ja die Technik mittlerweile auch mit den Parkmöglichkeiten geht, gibt es eigentlich immer mehr solche digitalen Parkausweise. Das heißt, ihr stellt euch irgendwo hin, ladet euch eine App runter. Das ist meistens am Parkscheinautomaten selber ausgezeichnet, welche App das ist. Ladet euch die runter auf euer Handy und zahlt dann per PayPal, Kreditkarte irgendwie direkt für diesen Platz. Ihr geht in die App ein, welche Kennzeichen da registriert werden müssen. Und durch irgendeinen Software-Voodoo wissen die Leute, die halt das kontrollieren, dass ihr da steht. Und mit eurem Kennzeichen oder mit gegebenenfalls mehreren diesen auch bezahlt habt und ihr seid da safe und müsst keine Zettel irgendwo hinkleben. Punkt 5, und der ist ganz interessant, das ist das Parken auf diesen Parkplätzen mit den Grenzstreifen rechts und links, ne? Die eigentlich fälschlicherweise als Autoparkplatzstreifen gekennzeichnet sind, beziehungsweise sind nicht gekennzeichnet, sie heißen einfach nur so. Aber es sind Parkstreifen für ein Fahrzeug. Das heißt, ihr dürft also mit jedem Recht der Welt euer Motorrad dahinstellen. Es sei denn, Ausnahme bestätigt immer wieder die Regel, das ist von vornherein ausgeschlossen und irgendwo am Parkplatzeingang steht, dass ihr da mit dem Motorrad nicht parken dürft. Ansonsten so ein Parkplatz mit zwei weißen Begrenzungslinien. Ihr dürft euer Motorrad bedenkenlos dahinstellen. Ihr dürft sogar, und das ist das Schöne daran, im Zuge des Platzsparens, euch auch mit zwei Motorrädern auf einem Platz hinstellen. Theoretisch dürft ihr euch auch mit vier Motorrädern auf einen so einen Platz stellen, das wahrscheinlich dann eher in der Höhe, weil ihr dürft auf gar keinen Fall dann die linke und die rechte Begrenzungslinie mit irgendeinem Teil vom Motorrad überragen. Ansonsten könnt ihr euch mit so vielen Motorrädern auf diese Parklücke stellen, wie ihr das schafft. Also ich sag mal in der Regel zwei, danach wird es schon wirklich enge. Aber jetzt kommt die Ausnahme bei kostenpflichtigen Parkplätzen. Natürlich dürft ihr auch mit zwei Motorrädern in einem ausgewiesenen Parkplatz stehen. Wenn es aber kostenpflichtig ist, dann ist jedes Motorrad ein Fahrzeug. Das heißt, ihr müsst, und da gibt es auch keine Diskussion, für jedes Fahrzeug einen Fahrschein haben. Also es ist zwar nett, dass ihr Platz sparen wollt und ihr braucht tatsächlich auch nur einen Autoplatz. Trotzdem zahlt ihr für jedes Motorrad separat. Ja, nehmen wir nochmal als kleines Fazit zusammen, was ich jetzt gerade so erzählt habe. Also Punkt 1, parken auf Gehwegen, nein. Es sei denn bei den genannten Ausnahmen mit dem passenden Schild, ob Motorrad oder nur Autos, seht ihr dann. Grundsätzlich nein, kostet mindestens 55 Euro, ist Mist. Ist eine Parkscheibe verlangt, müsst ihr die haben, ihr müsstet nachweisen, führt auch kein Weg dran vorbei. Nummer 3, die Parkhäuser. Wenn das Parkhaus es nicht ausdrücklich verbietet, dass ihr reinfahrt, könnt ihr auch da parken, aber wie gesagt, achtet auf die Schilder. Punkt 4, ist ein Parkschein verlangt, braucht ihr den natürlich auch auf dem Motorrad. Punkt 5, ihr dürft selbstverständlich mit mehreren Motorrädern auf einem Kfz-Parkplatz stehen, solange ihr die Begrenzungslinie nicht überschreitet. Ist dieser Platz kostenpflichtig, zahlt ihr für jedes Motorrad. So, und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und vielleicht kann es ja auch den einen oder anderen Euro sparen. Wir sehen uns. Ciao.